So bieder Ostende sich auch gibt, der Badeort hat durchaus burleske Seiten. Dieser Kontrast beschäftigt den Maler James Ensor, der 1860 gleich hinter dem Strand das Licht der Welt erblickt. James Ensor bleibt seiner Heimatstadt treu. Nur 3 Jahre Studium an der Königlichen Kunsthochschule verbringt er in Brüssel. Aus der Hauptstadt bringt er eine tiefe Verachtung für den Akademismus mit und eine starke Vorliebe für alles Originelle. Auf den Dünen der Stadt entwickelt Ensor einen Malstil, der in keine Schublade passt. Die Bourgeoisie beim Baden zu beobachten, bietet der Fantasie des anarchischen Künstlers jede Menge Stoff. In leuchtenden, dick mit dem Spachtel aufgetragenen Farben macht er die Exzentrik der Stadt sichtbar. Ein sich ständig wandelndes Bild von Ostende, ebenso realistisch wie verrückt. Zwischen den seelenlosen Gebäuden von heute schimmert hier und da noch durch, wie die Stadt im 19. Jahrhundert aussah. Belgiens Königin der Strände. Adrette Villen erzählen noch heute vom Prunk der Belle Époque, als die gehobene Gesellschaft in den schicken Badeort strömte. Zu den Überresten aus diesem goldenen Zeitalter gehört auch das Haus von James Ensor. Dies ist ein typischer Salon des Bürgertums Ende des 19. Jahrhunderts. Kanapés, Mahagonimöbel, Harmonium und Klavier, getrocknete Blumen in chinesischen Vasen oder pseudo-chinesischen Vasen. In diesem Ambiente hat James Ensor gemalt. Diese überladenen Räume inspirieren den Künstler schon früh dazu, sein persönliches und familiäres Umfeld in Szene zu setzen. Die Spachteltechnik erweckt Alltagsobjekte zum Leben. Ensor malte gern Interieurs, Salons, Esszimmer. Er liebte die Lichtspiegelungen, das Spiel der Reflexionen auf Wandteppichen und Spiegeln. Und auch die Farbnuancen der Stoffe, des Teppichs, der Kanapés, der Tapeten. In dem Gemälde Salon Bourgeois platziert er seine Mutter und seine Tante in eine mit satter Materie ausstaffierte, geschlossene Gesellschaft. Ensor zeichnet die Langeweile und Beengtheit in diesem goldenen Käfig. Die matten, glanzlosen Farben und auch die Farbmaterie schaffen eine bedrückende Atmosphäre, schwer und beklemmend. Aus psychoanalytischer Sicht drückt dies wohl das gespaltene Verhältnis des Malers zu seinem familiären Umfeld aus. Ensors Salon Bourgeois ist so etwas wie eine Bühne, auf der sich die Dramen seiner Familie abgespielt haben. Die Wandbehänge können die Spannungen zwischen den Eltern des Malers nicht verdecken. Die beiden passen einfach nicht zueinander. Ständig streiten sich der Vater, ein sensibler, kultivierter Engländer, und die Mutter, eine einfache Ladenbesitzerin aus Ostende. Ensors Vater, gefangen im biederen Treiben der Familie seiner Ehefrau, flüchtet sich in den Alkohol. Als er an den Folgen stirbt, ist Ensor 27 Jahre alt. Dieser immense Verlust für ihn als Mensch und Maler verstärkt nur noch seine Abneigung gegen die engstirnige Welt der Bourgeoisie. Von da an hatte James Ensor wirklich keinen Rückhalt mehr in der Familie. Er war nur von Frauen umgeben, Mutter, Schwester, Großmutter und Tante. Und allesamt hatten mit seiner Malerei überhaupt nichts am Hut. Den Frauen um Ensor geht es nur ums Geldverdienen.
Sie verbringen die meiste Zeit damit, den kleinen Souvenirladen im Erdgeschoss des Wohnhauses am Laufen zu halten. Auch Enzo ist am Familiengeschäft beteiligt. In diesem Durcheinander von Gegenständen entwickelt sich nach und nach seine fantastische und verstörende Vorstellungskraft. Enzo sagt über sich selbst: Ich habe meine Kindheit im väterlichen Souvenirgeschäft verbracht, umgeben von Kuriositäten aus dem Meer. Schillernden, mit Perlmutt überzogenen Muscheln, bizarren Skeletten, Monstern und Pflanzen. Für Enzo ist diese Traumwelt eine Zuflucht. Er kann sich darin verlieren, dem erdrückenden Alltag entkommen und sich auf die andere Seite des Spiegels in eine irreale Welt flüchten. Viele Objekte aus dem Geschäft finden sich in Enzos Bildern wieder, in seinen Kompositionen. Seien es Fächer, Muscheln oder andere Kuriositäten. Enzo gefielen sie wegen ihrer ungewöhnlichen Form. Das Miteinander von Gemüse, Blumen und seltsamen Objekten verleiht seinen Stillleben einen ganz besonderen Charakter. Denn damals enthielten Stillleben in der Regel keine solch exotischen Objekte. Im Lauf der Zeit entwickelte sich daraus die typische ureigene fantastische Welt von James Enzo. Dieses einzigartige Universum stößt bei seiner Familie und in konservativen Künstlerkreisen auf Unverständnis. Enzo ist von den Kritiken enttäuscht und verletzt. Ab 1887 wird seine Malerei umso radikaler. Er entwickelt einen Stil, der sich der Bourgeoisie gegenüber respektlos zeigt. Diese versteht den Maler nicht, noch achtet sie ihn. Dennoch ist man Kunde des elterlichen Souvenirgeschäfts und tummelt sich am Strand entlang der königlichen Galerien von Ostende. Hier konnte man am Meer spazieren gehen und war vor Regen und Wind geschützt. Man kam an diesen Ort, um zu sehen und gesehen zu werden. Hier flanierte die Bourgeoisie. Mit seinem spöttischen Blick beobachtet Enzo die Menschen beim Herumstolzieren und beim Baden. Der Maler amüsiert sich darüber, wie sich die Körper in einer Mischung aus übertriebener Schamhaftigkeit und Voyeurismus entblößen. Es war wie ein Bühnenauftritt, an den Strand zu gehen, sich zu sonnen und ein Bad zu nehmen. Zu Zeiten von Enzo legte die Bourgeoisie großen Wert auf ihre Überlegenheit und ihren Rang und verhielt sich am Strand dementsprechend absurd. So wurden zum Beispiel die Umkleidekabinen auf Rädern bis ins Meer gefahren, um die Badenden vor den Blicken anderer zu schützen und zu verhindern, dass sie einander zu nahe kamen. In seinem Werk Strandbad in Ostende hält Enzo das Wogen der mondänen Menschenmassen fest, mit einem trotzigen Augenzwinkern. Für Enzo war das Treiben am Strand ein Geschenk, ein Segen für seine Leinwand. Er konnte seinem Humor freien Lauf lassen. Und er hatte viel Humor. Nach Herzenslust karikierte er die Menschen. Während des Karnevals aber ist Enzo mit seiner Stadt auf einer Wellenlänge. Da werden Werte über den Haufen geworfen, die ihm verhasste soziale Heuchelei wird offengelegt. Bürgerliche und kleine Leute vermischen sich in der bunten, elektrisierenden Stimmung von Ostende. Diese Masken symbolisieren bei Enzo die Kritik an den festen Instanzen wie Kirche, Staat, Gericht, Richter, Anwälte, Ärzte. Das findet sich in all seinen Bildern wieder. Die Masken verstecken die hässliche und brutale Realität. Und Enzo verkörpert in ihnen die Geister, die ihn verfolgen. Die sarkastische Komödie erreicht ihren Höhepunkt während des Bal du Rat Mort. Von der Bruderschaft der lustigen Gesellen organisiert,
ist dieser Ball der toten Ratte stets ein Höhepunkt im Stadtleben. Ansor gehört diesem Verein mit bissigem Humor an, dessen Quartier mitten im Stadtzentrum von Ostende sitzt. Die Leute auf dem Ball du Ramor sind maskiert und verkleidet. Sie necken die anderen und machen lustige Andeutungen, damit diese sich fragen, wer könnte wohl hinter dieser Maske stecken? Wer ist hinter dieser Maske? Ansor war einerseits sehr lustig, ein Spaßvogel. Und auf der anderen Seite war er sehr kritisch und sah die Ironie in den Masken. Aber er zeigte seine Meinung nicht direkt. Er tat es indirekt, mit Hilfe der Masken. In seinem Gemälde Die Intrige vermittelt er genau das. Er fragt, wer steckt hinter diesen Masken? Diese verstörende Frage durchzieht das gesamte Werk des Malers. Nur die Flucht ans Meer ermöglicht es ihm, der Bedrängnis durch die vielen Fratzen, die ihn verfolgen, zu entkommen. Im Norden der Stadt, in einer unberührten Gegend von Ostende, kann er sich zurückziehen und mit dem Meer verbinden. Zu Zeiten von Ansor waren die Dünen noch sehr präsent. Die Stadt war umgeben von Dünen. Als Künstler kam er oft hierher. So entkam er dem Trubel der Stadt und fand Erholung und Ruhe in der Natur. Einen Großteil seiner Inspiration hat er aus dieser Dünenlandschaft gezogen. Dem Meer, dem Strand, dem Himmel, dem Wasser. Er hat beobachtet, wie sich alles im Laufe des Tages wandelt. Fern der menschlichen Abgründe tritt Ansor ins Zwiegespräch mit dem Meer und der unendlichen Weite des Horizonts. Hier setzt er sich mit den Nuancen des Lichts auseinander. Auch der Himmel spiegelt das Theater seiner inneren Dämonen wider. Doch die spirituelle Kraft des Himmels hat etwas Befreiendes. Ansor war unglaublich fasziniert von den stetigen Veränderungen des Lichts, das er am Himmel beobachtete. Er hat zum Beispiel ein Bild gemalt mit dem Titel »Nach dem Sturm«. Es zeigt den Beginn eines Regenbogens, der in den Himmel hinaufragt. Die Sonne dringt durch die Wolken, doch der Sturm ist noch nicht ganz vorbei. Es ist eine Ansammlung von Farben, gelb, rosa, blau, und dunkle Massen drängen sich ins Chaos. Und dann das Meer. Himmel und Meer verschmelzen miteinander. Es ist eine Explosion von Farben. Das war eine wunderbare Übung für ihn. Das Licht mit Farben einzufangen, wo sich Licht doch eigentlich nicht einfangen lässt. Genauso wenig ließ sich Ansor einfangen. Und selbst wenn sein Werk der belgischen Tradition des Absurden zugeordnet wird, der Künstler aus Ostende beanspruchte bis zu seinem Tod im Jahr 1949 einzig und allein seiner eigenen Linie zu folgen.